Hi Leute, heute machen wir ein Video und zwar über den Abenteuerkompass. Ich nenne ihn jetzt Abenteuerkompass, weil der Hauptgrund, warum ich das über den Kompass mache, sind Abenteuerinseln. Es fragen mich immer viele Leute, wie finde ich die denn? Und ich schreibe immer extra in meinen Videotitels Abenteuerinsel, weil sie über den Kompass findbar sind. Und das ist so ein generelles Feature, wo ich denke, es existiert, aber viele wissen gar nicht, dass der Kompass existiert. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist der Kompass? Der Kompass ist diese Nadel hier oben rechts unter eurer Minikarte. Der heißt Procyons Kompass. Procyons ist mir einfach zu kompliziert, deshalb nennen wir den ab jetzt einfach Abenteuerkompass. Da klickt ihr drauf und dann öffnet sich Wumm, Simsalabim, Abracadabra ein Menü. Ja. Dieses Menü hat vier Reiter. Gebietsbosse, also Bosse, Geisterschiffe, Chaosportal und Abenteuerinsel. So. Gebietsbosse, da steht, es wird kein Gebietsboss erwartet. Das heißt, ihr könnt jeden Tag hier reingucken und ihr könnt gucken, was ihr für Sachen machen könnt an dem Tag. Also, wenn ihr Gebietsbosse heute machen wolltet, dann tut mir leid, es gibt heute keinen. Unter jedem Reiter gibt es so ein Ding zum Anklicken. Da könnt ihr angucken, was es alles so für Gebietsbosse gibt, ne? Hier ab Gearscore 380 gibt es die Gebietsbosse. Ihr könnt mit der Maus drüber gehen, ihr seht, was die droppen. Tassilla ist halt das vierte Herz eines Riesen zum Beispiel. Aurion haben wir hier unten, der gibt zum Beispiel eine Blutungsrune und eine Inselmark und jeder von denen hat Sachen. Zul'Grande gibt ein Inselherz und eine Abenteuerkarte. Ihr könnt die auch nach Gearscore hier sortieren, also dass ihr seht, was für euch halt in Frage kommt anhand eurer Gearstufe. Aber ihr solltet auf jeden Fall bei diesen Gebietsbossen irgendwann die Sammelobjekte mitnehmen, wenn ihr Sammler seid. Und wenn ihr jetzt da drüber geht, seht ihr die Zeiten. Heute ist der 12.3., wo ich das Video mache. Morgen am 13.3. gibt es Gebietsbosse. Erscheint alle Stunde, steht dran. Danach gibt es am 15.3. und dann am 18.3. wieder. Das heißt, ihr könnt sogar nachgucken, wann ihr Gebietsbosse machen könnt, falls ihr das irgendwie in euren Zeitplan einplanen möchtet und das für euch wichtig ist aus irgendwelchen Gründen. Beim Geisterschiff könnt ihr einmal pro Woche nur machen. Und da seht ihr es auch, das ist halt heute. Das nächste wäre am 15.3., dann am 17.3. Reset ist ja immer von, also Donnerstag morgens um 11 Uhr. Dementsprechend timet das halt so rein, dass ihr wenigstens einen Tag in der Woche habt, wo ihr das Geisterschiff macht, da ihr dort eine Chance auf eine legendäre Karte habt und es relativ gute Belohnungen wie Klassengravuren und Kampfgravuren gibt, die halt auch durchaus was wert sind. Vor allen Dingen, wenn ihr den Gearscore später für das ganz Große habt, wo es goldene Gravurbücher gibt. Chaosportale. Chaosportale müsst ihr wirklich auf den Gearscore achten, weil ihr kommt halt erst rein, wenn ihr den erfüllt habt. Das höchste zurzeit ist 1302. Chaosportale lohnen sich super wegen diesen Geheimkarten. Diese Geheimkarten geben euch unter anderem Beutel mit den Fragmenten. Also in der Währung hier Harmoniefragmente, Lebensfragmente, Ehrenfragmente. In meinem Fall halt bei der Gegenstandsstufe Klasse 3 sind das halt Ehrenfragmente. Also die Klasse, die ihr da lauft, bekommt ihr auch als Karte wieder raus, ne? Das heißt, wenn ich jetzt in 302er laufe, kommen da diese 1280er Klasse 3 Karten raus. Außerdem habt ihr in diesem Dungeons eine Chance, so gebundene Sachen und so zu bekommen, die eure Verstärkungschance erhöhen, Gravuren. Es können in diesen geheimen Dungeons auch Meisterwerke droppen. Ich hatte bei meiner letzten Rotation mit ein paar aus meiner Gilde und so tatsächlich ein Meisterwerksdrop. Und die lohnen sich, die solltet ihr mitnehmen. Eine Legion kostet im Normalfall auch nur 5 bis 10 Minuten, die sind mega schnell durch. Ihr seid da mit 30 Leuten, ihr müsst ein paar Bosse machen und die Karte alleine ist es wert, weil es T3-Material ist oder beziehungsweise halt das Material von eurer jeweiligen Stufe. Aber definitiv super wichtig. Und die letzte Sache ist im Kompass ist die Abenteuerinsel. Die Abenteuerinsel, da habt ihr drei zur Auswahl und ihr habt Zeiten. Da steht Abenteuerinsel Terminplan. Da steht jetzt beginnt um 15 Uhr, weil das ist so das mehr oder weniger das letzte war, was drin ist. Aber die fangen um 11 Uhr jeden Tag an. Das ist 11, 13, 15 und die zweite Rotation ist 19, 21 und 23.
Das sind die zwei Rotationen am Tag. Es kann sein, dass die Inseln morgens und abends unterschiedlich sind. Es kann sein, dass die gleich sind. Es kann sein, dass ein spezielles Event ist, wo ihr morgens einmal rein dürft und abends einmal rein dürft oder allgemein zwei Möglichkeiten habt, die Belohnungen einzulösen. Ich habe es nicht getestet, ob es mit derselben Insel geht oder im selben Zeitplan. Meistens war das halt letztens an einem Sonntag und da habe ich einfach nachmittags eine Insel gemacht und abends eine Insel und gut ist. Dementsprechend, ja, haltet das einfach nur im Hinterkopf, dass es sein kann, dass es so eine Art von Event gibt und ich da noch nicht genug rumtesten konnte, um euch dafür die fetten Informationen zu geben. Aber warum sind diese Abenteuerinseln so wichtig? Die könnt ihr nur einmal am Tag machen. Die geben Inselmarken. Ihr seht unten drin, ihr könnt euch halt eine aussuchen. Ihr könntet legendäre Kartenpakete bekommen. Ihr könntet das Lied der Harmonie auf der Harmonieinsel bekommen, sowie Piratenmünzen. Vielleicht wollt ihr euch was mit diesen Piratenmünzen kaufen, Sammelobjekte, eine Person für euer Schiff. Da gibt's mega viel, also ich könnte mich gar nicht entscheiden. Oder ihr braucht vielleicht Gold, ja, was jeder gebrauchen kann. Oder ihr habt das Lied von der Stillinsel noch nicht. Und das sind schwierige Entscheidungen. Das heißt, eins nach dem anderen. Die Harmonieinsel in dem Fall, die drin ist, die erachte ich als mega, mega wichtig, weil das Lied für Quests und so weiter auch gebraucht wird. Für Beziehungen, super wichtige Insel. Inselmarke hin oder her, das Lied ist halt das Wichtigste erstmal. Aber ja, da gibt es halt auch noch mehrere. Und ihr wollt, wenn ihr die Inselmarken wirklich sammeln wollt oder wirklich effizient Ressourcen jeden Tag bekommen wollt, dann nehmt das mit. Geht in diesen Kompass rein, guckt euch an, was ist, ist Gebietsboss, ist Chaosportal, dann je nachdem, was ist, guckt euch an, wann ihr das machen könnt. Guckt an, dass ihr die Insel irgendwann über den Tag eingeplant bekommt. Die dauert im Normalfall 10 Minuten. Das habt ihr safe drin als Zeit täglich. Außer ihr habt halt mal einen stressigen Tag, aber wenn ihr einen Tag verpasst, ist dann nichts verloren. Es kommt halt auf die Regelmäßigkeit bei sowas an. Und das ist alles Inhalt, der auf der Weltkarte markiert ist als Kompass. Wir geben jetzt zum Beispiel die Wildwasserinsel ein. Die Wildwasserinsel ist vom Gebietsboss Aurion. Da steht im Kompass der Zeitplan. Dann geben wir die Harmonieinsel ein, die wir gerade gesehen haben. Das ist die Insel bei Rohendel hier hinten. Dann sehen wir Zeitplan Kompass. Und jede Insel, über die ihr drüber geht und die da in grün diesen Kompass hat, beziehungsweise wo Kompass drin steht, ja, wenn ihr farbenblind seid, seht ihr das vielleicht nicht grün, aber damit kenne ich mich nicht aus. Deshalb nicht von der Farbe irritieren lassen. Einfach jede Insel, die Kompass hat, ja, Kompass, Prozions Auge, hätte ich glatt gesagt, spawnt nur nach diesem Zeitplan. Also die könnt ihr immer nur machen, wenn die im Kompass drin sind. Und die andere schöne Sache ist halt, ihr könntet, das geht hier jetzt nicht, da erscheinen nur die Abenteuerinseln, aber wenn ihr beim Gebietsboss drauf geht, könnt ihr tatsächlich auf Abenteuerinseln gehen. Und ihr seht in dem Menü, 14. ist Snowpunk, 15. ist Forp und Phantom, 16. ist Volare. Und wenn ihr jetzt eine ganz spezielle Insel sucht, ja, die ihr machen wollt, zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wo die nächste Harmonie ist, dann geht ihr da drauf und ihr seht den Plan der Insel. Und da seht ihr halt auch, am 14.3. wäre die Harmonieinsel sowohl vormittags wie auch abends. Aber heute auf dem Plan war sie nur vormittags, sie ist heute abends gar nicht mehr verfügbar. Wenn ihr das also nachgucken müsst, ist ein bisschen umständlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Menü hier hinkomme. Da könnt ihr, glaube ich, nur den Ort anzeigen. Also ihr seht, hier ist Ort anzeigen, da ist eine Beschreibung von der Insel. Hier sieht man zum Beispiel, dass man das Lied Serenade der Liebe zum Beispiel für eins der drei Eventteile braucht. Und ihr könnt auch draufklicken und euch die so anzeigen lassen. Aber das Wichtige ist halt wirklich, da seht ihr den Zeitplan nicht. Für den Zeitplan müsstet ihr halt einfach hier drauf gehen, Abenteuerinsel umschwanken und das machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich rechts drauf komme, aber ich denke, das versteht jeder, dass das so ist. Und ihr seht hier auch natürlich noch andere Sachen. Ihr könnt hier die täglichen Inseln sehen. Das sind hier die täglichen Inseln, die immer drin sind. Ihr könnt sehen, wann Navigationskoop ist und so, auch nach Zeiten sortiert, im Datum halt. Ihr habt Hot-Time-Events da drin, wie das aktuelle große Preis von Arcesia und Prüfungsarena-Event. Super cool. Aber hauptsächlich wichtig, wann sind Chaosportale, wann sind Gebietsbosse, wann sind Abenteuerinseln und wann ist Geisterschiff für den Kompass, den wir heute gemacht haben. Geiles Tool.
hilft mir jeden Tag den Überblick zu behalten, was ich nicht gemacht habe, ist im Endeffekt euer tägliches Tagebuch. Was habe ich an relativ wichtigen Content gemacht, neben dem täglichen Zeug wie Chaos Dungeon, Wächter Raids und anderem Zeug. Und an der Stelle war es das für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.